Huhu. Hallo und herzlich willkommen bei CT Zockt. Ich bin Liane und spiele heute I Am Future. Das knuffige Survival-Spiel hat einen gut gelaunten Protagonisten, nämlich Christopher, der als einziger Mensch in einer Kältekapsel die tödlichen Tsunamis auf der Erde überlebt hat. Das Nette in diesem Spiel ist, dass es weniger knallharter Überlebenskampf als eine, ich glaube, sie bezeichnet es als cozy Survival Game, also so eine gemütliche ein gemütliches Überlebensspiel. Es gibt hier also eher Entspannung und was ich ganz witzig finde, ist, dass auch die Einstellungen dem Rechnung tragen. Und zwar gibt es hier in den Optionen eine Option, die heißt Gemütlichkeit und die schwankt zwischen normaler Modus mit aktiven Überlebensmechaniken, dem gemütlichen Modus, wo die Pflanzen nicht weggefressen werden und dem Zuhause-Modus, wo man auch keine Gesundheit verliert, wenn man schon am Verhungern ist. Das ist also total nett und hier mit so einem rosa Katzenbild illustriert. Gefällt mir sehr, ich spiele hier mal normaler Modus. Es kostet rund 15 Euro und es gibt es nur für Windows. Hier im Video läuft das Spiel mit Proton unter Linux. Wir getestet haben wir es auch auf dem Steam Deck. Da läuft es zwar, aber die Controller-Bedienung ist noch nicht ganz fertig. Das muss man sich also ein bisschen zurechtfrickeln. Die Schriften sind teilweise ein bisschen klein, aber zumindest die Controller-Bedienung, die ist in Arbeit. Das steht da auch schon dran. Warning! Hibernation aborted. Your total hibernation time was 6 years, 6 months, 5 days. Welcome to Eden, your new home. 6 Jahre hat er geschlafen. I have no idea where the hell I am. But damn, this place is gorgeous. Unser Protagonist ist extrem gut gelaunt. Ich weiß nicht warum. So, wir können hier noch ein bisschen reinscrollen oder ein bisschen weiter raus. Das ist so das, die Entfernung. Und er kann sich an nichts erinnern und hat einen Hyperschlaf gehabt. Deswegen Gedächtnislücken und Kopfschmerzen. So, hier ist ein kurzes Tutorial. Linke Maustaste und WASD. Rechte Maustaste halten und drehen, um hier so ein bisschen sich das anzugucken. Und Mausrad zum Rein und Raus. Alles klar. So, was ist das? Eine Spielzeugrakete. Früher erkundete die Rakete die Galaxien im Kopf eines kleinen Jungen. Als ich in der Kapsel aufwachte, drückte ich sie wie einen Schatz an meine Brust. Sie muss eine Verbindung zu einer Person darstellen, an die ich mich nicht erinnere. Ein Kind, mein Sohn, wer beantwortet es mir? Das weiß ich noch nicht, aber wir werden es rausfinden. So, ich muss hier Dinge zerlegen, aber dafür brauche ich natürlich Werkzeuge. Jetzt gucke ich mir das erstmal an. Eine kybernetische Hand brauche ich als erstes. Und hier ist sie. Zum Kabel nochmal. Jemand hat diese kybernetische Hand zu einem Rückenkratzer gemacht. Was für ein Sakrileg. Ich sage, er ist extrem gut drauf. Ich weiß nicht wieso. So, die passt genau. Zum Tragen großer Objekte und Sammeln von Ressourcen. Dieses veraltete Modell der Prothese ist auf Münzen. Ein Symbol für harte, aber gerechte Autorität. Der letzte Herrscher der Erdföderation trug eine solche Prothese. Gut. So, was habe ich da jetzt geerntet? Wo ist denn überhaupt mein Inventar? Das ist nicht mein Inventar. Die Bibliothek ist mein Inventar. Ich habe 1 von 10 Biomasse. Alles klar. Die dir oder dem Generator als Futter dient. Das heißt ein, wie war das? Plus ein, das ist wahrscheinlich Nahrung, genau. Ich bin nicht so gesund und ich bin nicht satt. Es gibt scheinbar nur eine Leiste für Hunger und Durst. Hier habe ich ein Aktionsmenü, das kann ich, da kann ich mein Aussehen verändern. Allerdings gibt es noch nicht viele Möglichkeiten und es gibt auch keine Frauen zu spielen. Und die Frisuren sind auch nicht toll, die Klamotten auch nicht. Also das ist so
ein bisschen. Wir bleiben dabei. Schuhe, ja, die sind auch gut. Okay. Es gibt noch Socken zur Wahl. Unbedingt rote. Erinnerung speichern, na klar. Und dann nehme ich den hier mal weg und lege ihn dahin. So. Die versteinerten Wurzeln sind weg. Hier habe ich, es wird nicht angezeigt. Ach, warne dir einen Weg hinaus. Nicht angezeigt, was genau. Ich sammle erstmal alles ein. Ja. Oder nicht. So, das ist Gesundheit. Schlaf heilt. Fällt die Gesundheitsanzeige auf 0, wird dein Charakter ohnmächtig. Oder Sättigung. Iss, um dich zu sättigen. Fällt die Sättigungsanzeige auf 0, fängt dein Charakter an Schaden zu erleiden. Alles klar. Ernten. Klicke auf Nahrung in deinem Inventar, um sie zu essen. Das ist zum Beispiel was, wo ich auf dem... Ich hätte gern, dass diese Sachen hier verschwinden. Untersuche den Kühlschrank. Okay. Was mit dem Essen? Da habe ich die Taste auf dem Steam Deck zum Beispiel nicht so einfach gefunden. Altmetall, Biomasse. Hier, wenn ich die Maustaste gedrückt habe, kann ich Sachen zerlegen. Dann habe ich Plastik. Säge habe ich noch nicht. Das kann ich. Aber Papier geht schon. Da liegt ein Zettel in der Asche. Jetzt weiß ich immerhin, dass jemand hier auf dem Dach gelebt hat oder lebt. Hoffentlich macht es ihm nichts aus, wenn ich ein neues Feuer mache und dieses sicherheitshalber entferne. Benutzen, um das Baumenü zu öffnen. Wähle aus, was du bauen möchtest und wähle einen Ort dafür aus. Okay. Hier ist der Baumodus. Ein kleiner Speicher. Ein Campingfeuer. Dinge sortieren oder sie einfach auf den Haufen werfen. Wichtig ist, dass dieser praktische Speicher dir einen Ort bietet, wo du sie lagern kannst. Okay, mache ich mal noch nicht. Noch habe ich ein bisschen Platz. Da ist eine Kiste. Da hol mich doch. Jemand hat hier eine funktionierende Batterie versteckt. Die werde ich definitiv brauchen, denke ich. Ja, glaube ich auch. Nehmen Sie mit. Da geht nix. Jetzt muss ich hier mal die Perspektive ein bisschen wechseln. Was ist denn das? Eine Eisensäge. Okay. Rostige Säge zum Zersägen von Bohlen und Bäumen. Wird auf Freya, dem zweiten Erdsatelliten, für friedliche und militärische Zwecke benutzt. Als es ihnen an Waffen mangelte, nutzten Ingenieure des Unternehmens die Sägen im Kampf gegen Weltraumpiraten. Okay. Hier blinkt noch was. Es gibt so einen kleinen dezenten Hinweis. Weiß noch nicht, was ich damit mache. Ich trage es mal weg und leg's hier hin. Ah, hier ist der Kühlschrank mit einem Ausrufezeichen. Ein Kühlschrank auf dem Dach. Fantastisch. Der braucht nur eine neue Batterie und zum Glück habe ich vorher eine aus dem Müllhaufen gefischt. Und er jubelt schon wieder. Also schön, dann wecken wir dich mal auf und schauen, was drinsteckt. Guten Morgen. Potzblitz, ich laufe wieder, Boss. Aufgewacht bin ich. Wenn ich die Beine hätte, würde ich sogar für dich tanzen. Du kannst reden? Was genau bist du? Wer hätte das gedacht? Du hast wohl noch nie einen Kühlschrank gesehen, der reden kann. Ach, ich weiß. Werde langsam verrückt vom vielen Alleinsein. Ich fange an zu halluzinieren. Nein, ich habe eine bessere Erklärung. Eine böse Hexe hat dein Schloss verflucht. Die Hexe hat all deine Diener in sprechende Objekte verwandelt und dich in ein Monster. Veräppelst du mich gerade? So ist es, Boss. Ich heiße übrigens Earl. Schon als Kind habe ich gern gekocht, also wollte ich eine Küchenmaschine werden. Aber der Riesenkonzern Unicorp hat entschieden, dass ich mich besser als Getränkekühlschrank mache. Was also ein Mensch wolltest, aber von klein auf zu einem smarten Gerät werden, klingt etwas extrem. Gar nicht. Das ist vernünftige Arbeit. Viele Leute würden nur zu gern mit mir tauschen. Die Angehörigen werden großzügig entschädigt, weißt du? Meine haben ein gutes Geschäft gemacht. Wobei, da fällt mir ein, ich hatte gar keine Familie. Das überschreitet meine Vorstellungskraft. Vergiss die Festplatte nicht, Boss. Bist du neu hier? Ich habe immer Spitzentipps auf Lager. Frag mich ruhig was. Ich fahre mal runter in den Schlafmodus, um diesem betretenen Schweigen zu inkommieren. Leider müssen auch wir Plappermäuler manchmal in den Schlafmodus, damit wir nicht mitten in einem Monolog runterfahren, wie beim letzten Mal. Du kannst auf dem Dach des Speichers hinter mir schlafen. Die Baristas
In dem Café, in dem ich mal gearbeitet habe, haben zwischen den Schichten dort immer ein Nickerchen abgehalten. Und zack, ist es dunkel. Wenn du den Drang hast, über neueste Gerüchte zu reden, weißt du, wo du mich findest, Boss. Okay, dein ganz schönes Plappermaul. Hier ist noch was. Aufheben. Neues Objekt. Neues Objekt heißt... Ah, ich habe eine Brille. Die ist neu, glaube ich. Und ein Helm. Ich kann bis jetzt nur ein Campingfeuer machen. Das ist das Geraffel, was ich habe. Und das Zeug, was ist hier? Habe ich noch nichts. Okay. Gut, ich kann hier auf dem Dach schlafen. Eine Reparatur beginnen. So, ich brauche ein paar Bohlen. Das ist Papier. Hier ist eins. Einmal zersägt nochmal so ein Ding. Wenn ich das auch, ja. Waren wahrscheinlich die einzigen Möbel, die ich hier hatte, aber hey. Fertig. Benutzen. Milchshakes Cappuccino. Okay. Buch. Wie schön es hier ist. Und die Luft ist so rein. Dabei haben die Leute mir gesagt, in Großstädten bekomme man keine Luft. Hm, wer sind die Leute? Obwohl ich jahrelang geschlafen habe, wäre ich nicht abgeneigt, ein kleines Nickerchen abzuhalten. Es sieht eigentlich ganz komfortabel aus für die Apokalypse. Mach mal ein Schläfchen. Ich höre etwas und ich bin hungrig. Mach ein Campingfeuer. Mach ich das vielleicht gleich da oben oder mache ich das hier unten? Ich mach das mal da unten. Dann kann ich auch rausfinden, was hier. Ach du je. Elektrositen haben Angst vor Sonnenlicht. Tagsüber schlafen sie im Gebäude und nachts kommen sie raus, um uns auszusaugen. Noch können wir uns nicht ausruhen. Geh zu der Stelle da drüben, die ich ganz doll anstarre. Entferne das Ungeziefer, bevor es sich über das ganze Dach ausbreitet. Okay. Die er ganz doll anstarrt. Wahrscheinlich da. Aber wie? Das ist zu weit weg. Autsch. Was hängt da in den Ästen? Sieht wie ein Behälter aus. Okay, ich habe einen Gegenstand gefunden. Mit der Zifferntaste, okay. Auf dem Etikett steht, dieses Spray ist ein effizientes Mittel gegen Befall, das schnell und sicher wirkt. Hinweis, nicht in die Augen sprühen. Wird dir so ein Spray, könnte ich an meiner Werkbank auch herstellen, wenn ich denn eine Werkbank hätte. Naja, das ist ja ein Survival-Game, da ist ja klar, dass wir eine Werkbank bauen müssen. So, also, ich, mal gucken, wie lange das hält. Habe ich noch mehr? Das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Oh! Ich bin ja dafür, die Natur zu schützen, aber du wirst zerquetscht, du kleiner Schmarotzer. Der Pilz? Nimm den mal mit. Roh sind sie giftig, okay. Undichter Injektor, okay, da komme ich nicht vorbei. Die übrige Beute wird fallen gelassen. Nein, das Inventar ist... Oh, hier ist noch einer. Oh, und jetzt geht hier die Tür auf. Das Zeug wächst wie verrückt. Über Nacht wird das ganze Dach damit bedeckt. Wirklich seltsam, wie schnell die Pflanzen die Stadt für sich erobert haben. Nach Sonnenuntergang sollte ich vorsichtig sein. Was haben wir denn hier? Sieht aus wie ein Hightech-Rucksack. Jemand hat hier einen schicken kleinen Rucksack zurückgelassen. Und oh, er hat sogar ein Sprachmodul. Ah, der fliegt selber. Cool.
Klicke auf das Rucksack-Symbol neben dem Schnellzugriff und wähle den Kurzbefehl, um dein Inventar zu öffnen. Mehr Platz im Inventar erhältst du, indem du es über die Plus-Schaltfläche verbesserst. Du benötigst eine Rucksackverbesserung. Moment, ich habe vor allem doll Hunger. Ich esse mal das hier. Den ätzenden Schleim kann ich nicht essen, das auch nicht. Ich brauche ein Feuer. Ich bin mir aber noch gar nicht sicher, was ich alles... Habe ich noch dieses Spray? Okay. Klicken zum Ablegen, so. Also ich habe noch nicht verstanden, wie ich meinen Rucksack vergrößere. Dieses Ding hier kann ich jedenfalls nicht anklicken. Ab. Campingfeuerwerkbank. Werkbank. Habe ich denn schon Blech? Okay, ich glaube, ich brauche erstmal eine Idee, wo ich den ganzen Kram hinbaue. Ich kann ja schon alles Mögliche bauen, nachdem ich nur Sekunden quasi hier bin. So. Erstmal noch zwei Heidelbeeren. Ja, ich könnte einen Elefanten essen. Das werden wir aber nicht tun. Nehme mal den Schleim mit. Was auch immer das ist. Und ich der Injektor. Also vielleicht mache ich das der Übersicht halber mal alles hier. Ich könnte hier versuchen, eine Werkbank zu bauen. R drücken zum Drehen. Wie rum ist sie denn? So wahrscheinlich. So, was muss da jetzt rein? 4 Plastik. Plastik habe ich ja eigentlich. Dieses Inventarobjekt kann nicht benutzt werden. Ach so, das heißt, ich muss erst aus dem Baumodus raus. Also die Bedienung ist mir noch nicht so ganz klar. Diese anderen Sachen habe ich doch sonst auch alle so... Nee, das kann ich dann nicht. Ah, hier, alle bewegen. So, die sind drin, Blech. Moment, ja. Fertig. Zack, Werkbank. Das geht hier wirklich zackig. Trafoglühbirne, Metallrohr, elektrolytische Lösung, Ungeziefervernichter. Okay, das ist schon mal gut. Und... Aber ich glaube, ich brauche dringend so einen Ablageort. Das ist, glaube ich, gerade wichtiger als alles. Angeln. Jetzt gibt es hier 1000 Sachen, die ich machen kann. Ach Moment, Baumodus war hier. Baumodus, kleiner Speicher. Auch relativ problemlos. So, ich habe auch keine. Ich brauche Bohlen und Blech. Bohlen und Blech. Hier schon mal ein Blech. Was ist damit? Danach ist auch wahnsinnig aufgeräumt hier, wenn ich damit fertig bin. All diese Sachen zu bauen. Okay, hier ist noch was zum Aufheben. Hier ist was zum Aufheben. Das kann ich ja sägen. Ich kann nur eine Bohle tragen. Was für gute Laune er hat, das ist echt beachtlich. Ach so, das habe ich schon. Ich brauche noch ein Blech. Ja, ich weiß, ich habe Hunger. Aber ich hätte doch erst das
Lagerfeuer machen sollen. Aber jetzt brauche ich erstmal den Platz. Gibt es hier nicht irgendwo noch so ein Blech? Das noch einstecken? Ein Salatkopf. Den kann ich doch bestimmt. Wo habe ich ihn denn? Ach so. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie ich. Ah, hier vielleicht. Nee, an dem komme ich auch nicht dran. Hier unten. Pflanzen, das sind, ist quasi ein Lexikon, was ich schon alles kennengelernt habe. Oh, ich kann einen Salat machen. Brauche ich da alles mögliche. Blumen. Ich muss erst meine Taschen loswerden. Bin mir sicher, dass hier noch irgendwo so ein Blech rumfällt. Vielleicht da drüben. Da ist noch ein Blech. Sehr schön. Jetzt habe ich Platz. Mit der rechten Maustaste Inventar aus dem Inventar in den Speicher schieben oder umgekehrt. Doppelklicken mit der linken, um einen Stapel aufzuteilen. Okay. So. Mal den Schleim weg. Das Papier. Den Pilz. Oder vielleicht eher mal nur die Sporen. Okay. Und dann brauche ich als nächstes ein Feuer. Achso, ich kann das alte wegmachen, hieß es. Da fallen dann Sachen raus, genau. Und dann mache ich einfach genau an dieser Stelle wieder eins hin, wie ich das kann. Das sieht sehr passend aus. Jetzt brauche ich wieder Bohlen. Dieses Gedrehe stört mich so ein bisschen. Das ist so ein bisschen unangenehm. Aber schnell noch was gesägt. Das gucken wir uns gleich an, wenn ich dann nicht am Vorgang bin. So, fertig. Nahrhafter Salat. Ich bräuchte zwei Blumen, zwei Salatblätter habe ich offensichtlich und Biomasse. Zwei Blumen. Das sollte doch gehen. Blumen. Dahin. Und hier waren noch welche runtergefallen. Ah, ich habe erst einen kleinen Teil vom Dach erst gesehen. So. Hab ich jetzt hier. Salat aufessen. Achso. Erst das Feuer zumachen, dann den Salat aufessen. Sehr gut. So, du kleines Ding, sie. Jetzt würde ich gerne wissen, wie ich dich bedienen kann. Die drei Sachen habe ich schon gebaut. Bei der Werkbank könnte ich gleich mal gucken, was da geht. Dann habe ich hier meine Bibliothek. Es gibt noch die kräftige Suppe aus Blumen. Okay. An den komme ich noch nicht ran. Gegner habe ich bis jetzt noch nicht so wahnsinnig viele. Okay. Gut. Aber ich habe immer noch ganz doll Hunger. Dann sammle ich mal noch ein bisschen Sachen ein. Ah, ich habe mir den Weg zu... mit dem Weg selber verbaut und ich kann, glaube ich, nicht hüpfen. Ne, hüpfen geht gar nicht. Naja, dann muss ich was anderes essen. Ach so, ja, ich habe ja noch die Pilze.
Und ich nehme an, die Sporen muss ich nochmal aussehen. So, was kann ich denn mit den Pilzen machen? Essen. Trinke. Also wenn ich die hier zum Beispiel hier reinpacke. Nee. Sehe noch kein Rezept. Gut, da brauche ich wohl erstmal noch mehr Blumen. Daraus könnte man doch so eine Suppe machen. Bei Blumen kräftige Suppe. Bohlen. Ah. Halt, ich muss noch mehr zerlegen. Hier zum Beispiel die Kiste. So, und jetzt kann ich eine Suppe machen. Schade eigentlich, dass ich nicht mehr Blumen hatte. Waren da nicht noch irgendwo welche? Damit kann ich aufheben und woanders hinstellen. Okay. Oh, hier sind noch Blaubeeren. Und es gibt weitere Hinweise. Aufheben. Ein Gartenbeet freigeschaltet. Jawohl. Da habe ich noch Zeug gefunden. Ach so. Oh, ich kann lauter Pflanzen sammeln. Das ist ja großartig. Fällt mir jetzt schon gut. Hier sind noch Beeren. Tja, ich habe so den Verdacht, dass das alles in meinem kleinen Freund verschwindet. Erstmal esse ich meine Suppe. Nachtpilzsporen. Ich. Oh. Dafür brauche ich ein Gartenbeet. Okay. Oh, das geht alles nicht so schnell hier. Da kann ich später vielleicht mal nach unten fahren. Das. Und hier geht es irgendwann weiter. Okay, soweit bin ich offensichtlich noch nicht. Oh nein, und jetzt ist es schon wieder Nacht. Was steht hier? Irgendwie kann ich jetzt gar nichts mehr machen. Ach so, ich muss das ablegen. Jetzt. Ach. Es gibt zwei Wege, um Wasser zu schöpfen. Mit einem Eimer oder einer leeren Flasche. Nimm einen Eimer in die Hand, um ihn zu benutzen. Ich habe einen Eimer dabei. Aber wo habe ich denn Wasser? Wahrscheinlich ist das zum... Eigentlich nur zum Gießen nötig. Oh. Au. Autsch. Kann ich die irgendwie auch... Okay, ja, das funktioniert. Also ich kann sie kurz hochnehmen. Ich brauche frisches Spray. Verdammt. Was brauchte ich denn nochmal, um das irgendwie hier... hier. Altmetall und Schleim. Das habe ich zum Teil hier abgelegt. Schleim.
mal die Sporen hier rein. Kohle habe ich gefunden. Altmetall und Schleim. So, jetzt müsste ich ja eigentlich alles haben. Aber es hat nur für eins gereicht. Wo sind sie hin? Hier ist noch mal eins. Vier ist jetzt mein Spray. Es sprießen überall diese Dinger. Ich höre sie überall noch rascheln, aber... Das Ding kann ich, glaube ich, nicht ansprühen. Wie sieht's hier aus? Ah, das ist okay. Hier ist noch einer. Was zum Teufel ist denn das hässliche Ding? Wenn die Blüten so aussehen, will ich mir gar nicht vorstellen, was für Beeren dran wachsen. Ich sollte mich lieber davon fernhalten. Okay. Da kommen aber die Würmchen raus. Au. Ja, das ist nicht gut. So, ich habe Schleim ohne Ende. Ja, und was ist das eigentlich? Was ist das Ding da drüben bei dem Riss? Militärische Technologie oder eine sehr komplexe Wachstumslampe? Ah, das scheint kaputt zu sein. Ich sollte das auseinandernehmen, sobald ich kann. Die Elemente im Innern sind sicher von hoher Qualität. Mach ich doch einfach gleich. Was habe ich denn jetzt? Die Glühbirne. Oh, ich habe Egelschwänze. Pfui, Deivel. Kann ich die... Ich weiß nicht so richtig, wie ich diese Pilze koche. Ich packe das hier einfach alles mal rein. Dann bin ich's los. Tintenpigment und den Schleim brauche ich, glaube ich, woanders. Und ich brauche noch mehr Metall, damit ich irgendwie ordentliche Sachen machen kann. Hier das Bohlen halt. Auch keine Bohlen. Ich brauche Altmetall. Eisensäge. Noch nicht das, was ich habe. Okay, ich gucke hier nochmal, was ich... Da oben hatte ich nicht so genau geguckt. Auf jeden Fall eine wunderschöne Aussicht. Das sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Aber ich weiß nicht genau, wie ich da hinkomme. Noch nicht. Noch nicht. Das wird aber sicher noch funktionieren. Ach so, hier war noch so ein... Ach ne, das da hinten. Okay. Was hat er denn noch so? Speicher. Oder ist eine Trinkflasche drin? Ja, trinken weiß ich gar nicht, wie das funktioniert. Nehme ich mal. Es gibt vier... Sättigung, wenn ich da einmal trinke. Das heißt... Und dann ist das aber auch weg. Genau. Okay. Ich glaube, ich überlege... Ich lege mir noch schnell ein Gartenbeet an. Weil ich Zeit habe. Vielleicht hier drüben. Da geht es nicht so im Weg um, hoffe ich. Ich probiere mal ein ganz kleines hier. Um herauszufinden, wie es funktioniert. So, ich brauche einmal Bohlen und einmal Dünger. Oh. Bohlen sind nicht das Problem, Dünger schon mehr.
Hier zum Beispiel habe ich eine Bohle. Werfe ich da gleich mal rein. Hier habe ich noch was zum Zerlegen. Hier brauche ich einen Hammer für. Okay, ich brauche als nächstes einen Hammer, eine Eisensäge und so Zeug. Was ist das? Untersuchen. Neues Objekt. Eine Postkarte von Cosmopolis. Willkommen in der Milliardenmetropole, wo Träume wahr werden. Dieser futuristische Garten Eden wurde vernachlässigt. In seinen Ruinen ist ein echter Garten gewachsen und gediehen. Das klingt vielversprechend. So, ich glaube, für den ersten Blick muss das jetzt erstmal reichen. Da kommt natürlich wie bei jedem Survival-Spiel eigentlich noch viel, viel mehr. Und das dauert eine Weile, bis man das alles zu Gesicht kriegt. Aber ich denke, für einen kleinen Einblick, wie so insgesamt die Spielmechaniken sind, also dafür hat es jetzt erstmal gereicht. Das ist auf jeden Fall ein deutlich, ich habe Dünger gefunden übrigens, ein deutlich anderes Survival-Spiel, als man das so von denen, die wir so sonst zu spielen, angeguckt hat. Nee, ist auch nicht Dünger. Es war Saatgut. Genau, euch erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal für weitere Videos. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von so einem, ja, ich sag mal, cozy Survival Game haltet. Ob das was für euch ist oder ob euch das eher nicht gefällt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.